So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir mal diesen Bereich ein bisschen verschönert und natürlich die Vivarien nochmal erstens erweitert und dann hier nochmal ein bisschen Strom zu den Fliesen lassen können, weil zwar waren die im Betrieb, aber die Esmeralda, die hatte keinen Strom, also da war das ein bisschen doof. Und wir haben. Ja, ich weiß, negativer Effekt, das machen wir auch irgendwann eines Tages vielleicht nochmal ein bisschen schöner. Und ja, was machen wir denn hier? Das ist Wasserdruck klein. Hat auch die Frage. Wer quietschen da so rum? Ach, das seid ihr. Wann seid ihr denn eigentlich ausgewachsen? Ach, ihr seid doch am Anfang eurer. Ja, stimmt, die Krokodile, die wären ja auch richtig alt. Und bei euch? Okay, die sind fast ausgewachsen. Okay, so, Rappenantilopen haben wir. Die haben sich ja auch schon ein bisschen gepaart. So, wie geht's denn da? Ach, Sadie, das ist in der Bar. Johanni, Dati. Ach, Beta-Tiere können keine Partner haben. Ach so, Technik. Ja, ich habe auf der anderen Seite habe ich einen größeren Technikraum. Aber alles gut. Und ist das hier doppelt? Ach nee, okay. Ja, so, was machen wir denn heute? Erstmal müssen wir kurz die Veterinärforschung weiter betreiben. Leistenkrokodil und Rappenantilopen. So, wie sieht es bei den Technikern aus? Die machen auch fleißig ihre Arbeit, das freut mich. Jetzt habe ich nämlich diese Idee, dass wir erstmal vielleicht unsere Ticketpreise erhöhen könnten. Auf 15 und 12. Okay, mit höchster Attraktivität, okay. Hunger, Durst, dieser ganze Müll ist ja widerlich. Der Zoo wirkt ziemlich klein. Ich bin ja immer noch am Anfang. So, es ist die Sache, dass wir. Wege. Wege, Wege, Wege. Ach so, da stehen wirklich welche. Okay. Weglöchchen, danke. So, dann machen wir es aber jetzt mal ein bisschen. Nicht unbedingt schöner, aber. Dass wir hier schon, ne, den. Also, es soll halt gerade sein. Schon hier das so einläuten wie Achtung. Hier geht zu den etwas gehobeneren Gebäuden. Ach nee, das ist auch wieder. Das ist gerade. Okay. Na ja, gut, das sieht ein bisschen doof aus. Und machen vielleicht hier zum Anfang. Es gab ja dieses. Gästeeinrichtungen, Finanzen braucht man nicht. Getränkestand. Imbissstände. Dass wir, wo machen wir denn das am besten hin?
So. So, genau das wollte ich. Warte mal, wo war denn das gerade? Ich hab's doch gerade. So. Dass man dann hier wie so eine Art Picknick macht, ne? Also. Das kann ich jetzt wegen dem Schnee nicht sehen. So. In der Richtung, das müssen wir halt nur gucken. Ach so. Ah ne, verdammt. Ach, das kann ich doch nicht mehr rückgängig machen. Ach nein, das wollte ich nicht. Ich hatte das doch vorhin. Entfernen. So. Es ist wieder schwierig, aber... das wollte ich auch nicht, aber gut. Okay, dann heißt das Tierarzt. Ja, mal eine 3 hinschicken. Sieh die Barrieretechniker anfordern. Jeden Monat. Tier ist gestresst, ja. Dann zieh dich bitte zurück, okay? Hast du ein Antilope? Die haben doch schon ein Kind, oder? Dachte ich. Hat die aus dem Sinn das Kind verloren? Beta-Tiere, okay. Na gut, der stirbt ja eh bald, ne? Da ist einer da, der dran. Das sind 22,5 Jahre, ne?
So. Okay. Veterinärforschung ist abgeschlossen. Rappenantilope. Staupe. Och, Leute. Okay, so, dann fangen wir hier wieder an. Wir können nämlich eigentlich hier auch noch ein Pfauengehege hinbauen, ne? So, Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter, sondern Gästeeinrichtungen. Geht sie nicht auf den Weg? Nee. Soll ich auch hier machen? Was denn? Was war denn das gerade für ein Geräusch? So, bewegen. So, wir können jetzt hier gleich was bedienen und könnte man nämlich auch dann nach dem Kulpi hier. Was? Nee, muss ich jetzt auseinander? Ach, warum kämpft ihr denn jetzt? Mehr. Dati, immer noch. Aber du kapierst es auch nicht, ne? Ich glaube, das war ein Fehler. Hier blickert schon, der weiß schon. Arbeitslast hoch. Hungrig, ja. Geht es nicht auch da mit den Kämpfen? Nachwuchs und er hat einfach mit seiner eigenen. Technikforschung abgeschlossen. Gehege. So, Barriere bitte. Danke, Leser Eber. Du bist immer so fix. Glückwunsch, das ist neu für die Rappenantilope. Cool. Da haben wir die Staufe, war das doch, ne? Staufe war das ja, ne? Mit der Krankheit, genau. Hab dich wieder lieb. Bitte. Danke. So, was haben die so für Bildung? Okay, ja, schon Bildung ist immer noch ein bisschen schwierig bei uns. So, aber Weg. Machen wir es einfach mal. Oh, das sieht ja auch richtig doof aus. Aber schön wegen der Breite, oder? Okay, so machen wir das nochmal kurz von 9. Haben wir ja Zeit. Auch wegen der Einrichtung. Okay.
So. Inspektor kommt in Richtung Werkstatt. Ja, Leute. Oh, muss ich jetzt nochmal eine Werkstatt bauen? Okay. Oh nee, das nicht. Stopp! Stopp, stopp, stopp. Einrichtung, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. So, zack, gucke mal. Jetzt hast du dein eigenes Stübchen. Okay, wir haben 26.000. So. Tahir, ja, da wird bald erwachsen. Nee. Ich möchte mir eigentlich die Preise angucken. Genau, Gästezufriedenheit. Postenzahl, kein Verkäufer. Kann ich hier keinen? Ach nee, ich muss das aus. €11,20. Okay, alle genau angleichen. Und so muss ich wirklich noch einen Verkäufer einstellen. Maul und Clown solche, das ist toll. So, ab mit dir. Rein, damit du mir ganz viel Umsatz bringst. So, und jetzt kann ich nämlich, warte mal, Einrichtung Mitarbeiter. Was machen wir denn da jetzt am besten? Information hier, genau, Prinz Info. Was will ich eigentlich? Info Points, so. Machen wir das hier. So, warte mal, wenn ich das jetzt so mache. Funktioniert das jetzt so, wie ich das haben möchte? Ah, nein. Nicht, das doch gar nicht. Na, oh, also ich muss sagen, also das mit den Wegen ist echt verdammt anstrengend. Das ist genau weg, wie ich das haben wollte. Ich möchte halt so eine Einkaufsmeile machen, aber irgendwie. Zugpfleger? Ist immer noch verletzt. So, wenigstens haben wir die Technikforschung abgeschlossen. Ha, so, warte mal.
Okay, es ist was von unser Glück. Indem wir Mitarbeiter Merchandise haben wir auch noch. Pizza Pen. So, Hot Dog Squad und Chief haben wir ja schon, Chief Beef. So. Müssen wir halt mal hier reinrennen, ne? Bitte. Rennt hier rein? So, dann haben wir hier Ballonshop, weg damit. So, das steht ein bisschen doof da. Weg damit, genau. So, Einrichtungen. So, Infopoint. Haben die dann hier. So, haben die noch irgendwelche Getränke? Gulp Slush. Ich habe halt Angst, wenn ich das jetzt hier lösche. Raster. Wir machen es einfach mal und machen hier Weg. Gut, es hat funktioniert. So, nochmal das Einrichtung. Galpi. Slash. Genau. Es wäre halt cool, wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte und könnte zum Beispiel das ein bisschen ausbessern. Dass es ein bisschen schöner wird. Aber naja, okay. So, hätte man das erstmal, mehr oder weniger. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber. Machen wir dann hier noch die Bänke hin, beziehungsweise. Hier ein paar Picknickbänke noch hin. Für Familie mit Kindern. So. Hallo. Okay, machen wir halt nur die drei Stühle. Und das halt so. Genau. Ach, Mülleimer brauchen wir noch, weil die sind ja alle ein bisschen, naja, nicht ganz so sauber. Da hier. Hier hin und dann nochmal hier. Security.
Okay, es funktioniert doch nicht so. Und hier. Ja, direkt schön, damit man richtig schön ins Portemonnaie der ganzen Menschen schauen kann. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, wie die auch die Bänke jetzt da annehmen. Oh. Haben wir auch gar keinen Verkäufer hierfür? Okay, dann stellen wir nochmal einen ein. Zoopfleger auch noch, weil anscheinend kriegen wir es trotzdem irgendwie nicht hin, mal hier ein bisschen sauber zu machen. Gehege 2. Oh, weil die alle jetzt hier erwachsen sind. Ja, okay. Soziale Gruppe. Noah. Ach, der hat mit dem. Nakedaha. Kämpft mit Laval. Wegen Überbelegung. Noah, ja gut, Noah, ne? Dann war echt schön mit dir. Ciao. So, ach nee. Ach, das ist wohl. Ja, gut. Nakedara. Hab schon eh ne. Ah, nee. Okay. Dann Mama Tier freilassen. Tut mir zwar leid, weil die ist schon ein bisschen älter, aber. Das ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Nein, ich war sandfertig. Ey, streitet mal euch nicht. Habt ihr jetzt lieb? Ja, bitte. Okay, so. Hier ist gestresst. Oh, die ist immer noch gestresst. Der. Ja, hier. So. Hatte ich schon Tiere? Hatte Nachwuchs. Tot. Also macht es gar keinen Sinn. Also man muss sich wahrscheinlich immer diese männlichen Tiere dann immer, ja, zukaufen, wenn die halt gestorben sind. Okay. Ich hab verstanden. Ich habe verstanden. So, was nehmen wir jetzt? Wir nehmen jetzt einfach mal die hier und das hier. Och ja, Leute, ganz, ganz ruhig. Wir kriegen das alles schon hin. Aber irgendwie wollen die nicht so richtig meine.
Achso, wird bald Nachwuchs haben. Achso, ich dachte, die hat jetzt schon Nachwuchs. Qualität der letzten Maße. Ihr habt doch schon Qualitätsstufe 2, oder nicht? Ach nee, die haben nur. Achso, okay. Wird bald Nachwuchs haben. Ja, dann strengen Sie sich mal an, Schätzelein. Emma, amerikanischer Bison. Ah, nee. So, meine Grizzlybären, mögen die sich eigentlich oder mögen die sich nicht so sehr? Mal gucken, ob die mir Bärschis wieder schenken oder ob es da wieder Strafe. Was haben denn die mit dem Ball gemacht? Beamer, konnte ich wohl nicht zusammenreißen. So, wo sind denn eure Kiddies? Die sind dort. Ah, die haben noch ein paar Jährchen vor sich. So, der macht schon. Die ist auch schon fleißig dabei. Und dann, ja. So, dann machen wir jetzt das, was ich machen wollte. Und ich hoffe mal, dass ich mich dann nicht mit in den Ruin treibe mit der Sache, die ich jetzt noch machen möchte. Und zwar. Nur Restaurant, aber ist die Frage. So. So, ach, jetzt muss ich doch Tische machen. Oh Gott, okay, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Das mit den Tischen. Und dann haben wir ja trotzdem schon mal eine kleine, schöne, ja, Lümmelecke für die Gäste. Hier hätten wir noch was. Habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht hier so ein Pfauengehege machen. Dann können die sich dann hier hinsetzen. Oder auch dann halt hier, ne? Und können dann halt den Pfauen dabei zuschauen, wie sie halt leben, ne? Also man guckt ja Tiere nur beim Leben zu in einem Zoo. Mehr ist es ja nicht. Und dann, ja. Vivarien könnte man eventuell, wir hätten hier vielleicht dann noch Platz, aber wir haben das Infozentrum. Wie sieht es in Bildung? 66% Zufriedenheit. Ja, was ist denn? Einfach ist hier irgendwas gestohlen worden. Hier gibt es Diebe. Okay, also. Ach, hier habe ich auch schon ein Infozentrum. Oh, ich bin ja auch doof. Ich bin auch richtig doof, aber. Nein, das war richtig doof. Och nee. Oh, jetzt habe ich den ganzen. Das ist so, also das mit den Wegen, das ist wirklich eine Sache, die mich immer noch ein bisschen, also nicht triggert, aber irgendwie schon. Nein, das wollte ich auch nicht. Und das Problem ist, man kann ja mit Z nicht zurückmachen. Das sieht zwar jetzt richtig doof aus, aber das war gerade echt dumm von mir. Okay, ja, in der nächsten Folge werden wir uns mal ins Restaurant ranwagen und hoffen, dass das alles soweit ganz gut funktioniert. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Aber mit Problemen kennen wir uns ja aus, ne? Und dann, ja, hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.